Hallo ihr Lieben, willkommen in Silkes Plauderecke. Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von nicht so erfolgreichen Menschen? Ich würde sagen, zuallererst einmal ihr Mindset. Erfolgreiche Menschen haben ein Ziel. Sie haben ein ganz ein klares Ziel, das sie sich in den buntesten Farben ausmalen. Das Ziel ist nicht so hoch gesetzt, aber auch nicht so tief, dass es keinen Sinn macht. Ein Ziel ist sicher totally sexy. Das heißt, erfolgreiche Menschen stellen sich ein Ziel, das sie auf jeden Fall erreichen wollen. Sie fragen sich vorab oder währenddessen, während dieses Prozesses, was bringe ich denn alles mit? Welche Fähigkeiten bringe ich mit? Welche Ressourcen bringe ich mit? Was bringe ich selber mit? Also was kann ich selber tun, um mein Ziel zu erreichen? Zum Beispiel, ich mache etwas morgens und nicht morgen oder übermorgen. Wen kann ich fragen, der mich unterstützt bei der Erreichung meines Ziels? Und erfolgreiche Menschen stellen sich auch vor, ganz genau, wie das ist, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Wie spürt sich das an? Woran merken Sie ganz genau, das ist es, das ist genau der Moment, wo ich mein Ziel erreicht habe. Das ist das Mindset, das erfolgreiche Menschen zu erfolgreichen Menschen macht. Es gehört natürlich mehr dazu, das ist schon klar. Aber ganz am Beginn ist sicher der Unterschied, wie denke ich? Wie denke ich über mich selber? Wie denke ich über die Welt da draußen? Welche Autobahnen, um dieses Bild zu bedienen, weil es ist nichts anderes. Unsere Denkmuster kann ich mir vorstellen wie Autobahnen, die immer befahren werden, immer befahren werden, immer befahren werden. Ja, falle ich automatisch immer auf die gleiche Autobahn. Erfolgreiche Menschen zweigen ab. Die fahren nicht immer auf derselben Autobahn, wenn sie gemerkt haben, dass diese Autobahn nicht zum Erfolg führt. Ja, natürlich, erfolgreiche Menschen haben auch Misserfolge, erfolgreiche Menschen machen auch Fehler. Der Unterschied ist, erfolgreiche Menschen lernen aus ihren Fehlern. Für erfolgreiche Menschen ist ein Misserfolg einfach nur ein Schritt auf dem Weg, ihr Ziel zu erreichen. Also das Mindset ist das, was den Unterschied macht zwischen hey, du schaffst es und ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen kann. In diesem Sinn, du bist gut, du bist einzigartig und du schaffst das.